So, da sind wir wieder bei Let's Adventure in Minecraft und heute spielen wir die Map von Sekeshin. Falls ich den Namen richtig überhaupt ausspreche. Ich möchte gerade nochmal, Moment. So. Gut. Fangen wir einfach mal direkt an. Immer noch mit dem Deviation Texture Pack in der Beschreibung verlinkt natürlich. Für die Leute, die es immer noch nicht verstanden haben. Und wir fangen erstmal an, indem wir die Begrüßung lesen. Erstmal ein kleines Hallo. Das ist doch immer schön. Hallo Chombei, dies ist meine... Mach einfach mit der Story weiter. Okay, die Story schaue ich mir gleich an, aber erstmal die Regeln. Ich will erst die Regeln, bevor ich die Story lese. Sonst habe ich die Story wieder vergessen, bis ich die Regeln fertig gelesen habe oder so. Die restlichen Regeln, wie die zum Beispiel Schwierigkeit, werden umgestellt. Nacht, Tag bitte auch nicht umstellen. Wetter darf erst nach Betreten der Höhle umgestellt werden. Okay. Achso, da war ja noch ein Zettel. Cool. Nicht hacken, cheaten, sonst gewöhnst du dir es an und hackst dir in Borderlands unendlich Munition. Anspielung. Ja, ich habe gar nicht unendlich Munition. Keine Blöcke kaputt machen. Drittens, Spaß haben. Okay. Keine Blöcke kaputt machen. Boah. Was ist das denn? Das ist doch Minecraft. Nein. Nicht an den Wein hochklettern. Okay, das ist eine Regel, wo man sich schwer dran halten kann. Man kann sich dran halten, aber es führt sehr zu Versuchen. Fünftens, nicht aus der Map klettern. Ich weiß, es ist an vielen Stellen möglich, siehe Weg gleich. Aber es würde den Dschungel abgrundtief hässlich machen, wenn überall Blöcke, Zäune platziert sind. Ach, das kann man auch durch Bäume, Blätter und so blockieren. Also das muss man nicht unbedingt. Aber gut. Story. Dein Name ist Ludwig von und zu Edelstahl und du bist der Sohn eines leider ehemalig erfolgreichen Bergarbeiters. Die Situation ist leider folgende. Du willst nicht in die Fußstapfen deines Vaters treten und partizipierst dementsprechend nicht an den Unterrichtsstunden über Edelmetalle. Hier setzt nun die Dramatik der Story ein. Dein Vater, welcher Manni genannt wird, fühlt sich von dir nicht mehr respektiert und glaubt, dass du ihn nicht mehr liebst. Oh nein. Sein mangelndes Selbstbewusstsein, mit dir darüber zu reden, veranlasst ihn dazu, seine Reise zum Mittelpunkt der... seine Reise, um möglichst viele Diamanten zu finden, zu starten. Wenn du Diamanten findest, steck sie ein, sie stellen deinen Score dar. Okay. Also ich reise jetzt mit meinem Vater, um Diamanten zu finden. Das klingt doch mal was. Oh, Tony! Oh, hallo! Hi! Tony ist einfach die helle Stimme. Fertig. Hallo, Tony. Hi. Na, alles klar? Ja, ich gammel dich hier nur so im Ofen ab. Das mache ich immer gerne. Weißt schon. Immer so Fisch anheizen und so. Ist doch geil. Okay. Command Outlook anschalten. Nee, ich wollte es nicht anschalten. Aber gut, jetzt habe ich es angeschaltet. Jetzt kann ich es auch nicht mehr rückgängig machen, weil mir nicht... Man sieht die Knöpfe nicht. Seht ihr den Knopf da links? Da ist ein Knopf. What the fuck? Krass. Also man sieht sie kaum. Nacht sitzen, falls man schlafen will. Oh, mach mal. Gehen wir mal schlafen. Dass die Regeln jetzt hier eingeblendet werden, ist meine Schuld, weil ich den Knopf gedrückt habe, ohne zu lesen, was da stand. Gut. Nehmen wir Zauni in die Hand. So. Besser als jedes Schwert. Ach, guck mal, ist sowieso Nacht. Wechsel zu Gewitter, Spielregel wurde geändert. Und wo ist mein Vater? Ja gut, hier sieht man, dass man rausklettern könnte. Aber man soll sich einfach einen Weg halten. Okay. Sind jetzt hier trotzdem Secrets versteckt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an der Seite entlang kletter oder hier rechts reingucke? Ja. Das hier sieht aus wie eine Zwischenbar. Achso, ich verfolge meinem Vater. Mein Vater. Okay. Edmrglo. Böse. Böse. Ich habe noch kein Schwert. Geh weg. Ha, du hängst den Spinnennetz. Nope. So, erstmal meine Lederrüstung anziehen. Ja, das Holzschwert sieht ein bisschen komisch aus, aber er wächst halt so Ranken drum. Im Kleinen sieht es schön aus, im Großen nicht. Hey, das Sidos Kopf, den nehmen wir auch wieder mit. Sind wir wieder Sido. So. Was habe ich gesagt? Das könnte eine Zwischenbar sein. Könnte mein Vater hier gewesen sein? Und dann kam das zu mir. Ich hoffe, das war nicht mein Vater. Ich denke, das sollte nicht offen sein, weil der Redstone und so weiter ist. Das ignorieren wir einfach gekonnt. Und stellen mal kurz ganz schnell die Brightness wieder hoch, weil sie sonst arg dunkel ist.
Krieg ich Fackeln, bitte? 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 Da oben ist ein bisschen Redstone. Vielleicht habe ich ja Kohle irgendwo. Nee, habe ich nicht. Okay. Gut. Dann nicht. Dann leben wir einfach mit dem kleinen Leck, der hier aufgetreten ist. Und hüpfen mal hier rüber. Dead End. Hm, hier geht's nicht weiter. Unter der Brücke, da hat sich etwas. Da hat etwas geglitzert. Vielleicht sollte ich etwas werfen, um zu sehen, ob dort Wasser ist. I believe I can fly. Da, hier war Wasser. Lustig, es soll so aussehen, als wäre ich jetzt runtergesprungen letztendlich nachträglich, aber hier ist jetzt zu. Hm, egal. Tschüss, Zauni. Warum ist es hier so dunkel? Huch. Ich hab gehofft, dass das ein Lichtschalter ist. Um Gottes Willen, erstmal die Diamanten aufheben. Dann das Sword. Eiserne Jungfrau. Nehmen wir auch mit. Challenge, Bugfix. Erstmal die ganzen Bücher hier weglegen. Um Gottes Willen, ich bin überfordert von der Map gerade. Papa. Übelkeit 4. Ja, so sieht's aus, wenn ihr von euren Eltern redet. Erstmal Übelkeit 4. So, Challenge. Challenge Nummer 1. Schieße die Holzknöpfe über den Skeletten ab, um durch die Wege am Ende des Ganges zu kommen. Hardcore-Modus. Trink dieses Fläschchen vorher. Bitte nicht die Skelette abschießen, die haben Familie. Oh. Die Holzknöpfe über den Skeletten. Okay, erstmal die Hose und so anziehen. Aha, da oben zum Beispiel. Ah, Licht! Die Map ist viel zu dunkel. Das kann man schon mal ganz direkt anmerken. Also mit sämtlichen Texture Packs wäre die zu dunkel. Das Texture Pack an sich ist zwar ein bisschen dunkel, aber nein. Selbst ohne dieses hier wäre es so dunkel. Milch? Und Milch. Ja, ich hätte die Tränke trinken können, aber ich. Ich bin gerade zu sehr verwirrt, wo ich überhaupt gelandet bin. Fuck, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Okay. Whatever. Ich habe nichts gemacht. Nacht machen. Ist doch Nacht. Kann ich ruhig schlafen. Gut, dann haben wir uns hier entspannt und dann kriegen wir hier, um Gottes Willen, viel zu viele Bücher. Challenge 2. Huh, nun bin ich wieder zurück in der Höhle. Mein Vater hat scheinbar Hindernisse aufgestellt, um zu verhindern, dass ihn jemand verfolgt. Ich sollte die Fragen so gut ich kann beantworten. Extra, sobald du die vorgegebenen Fragen alle richtig beantwortet hast, steht es dir frei, zu den Fanfragen zu wechseln. Dabei handelt es sich um simple Ja-Nein-Fragen. Belohnung würde es dafür natürlich auch geben. Okay. Fanfragen mir gegenüber oder wie? Ja, machen wir die Pflichtfragen erstmal natürlich. Welche Säugetiere können fliegen? Ich habe den Tod verdient. Oh, danke, lieber Trank. Was zeigt das Barometer? Ich glaube Wasserdruck, aber ich... Nein, Luftdruck. Wenn ich meine Items verliere, ist die mit böse. Ah, ist sie nicht. Gut. So, nochmal Pflichtfragen. Hast doch Luftdruck. Bla 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 bla. So. Luftdruck. Habe ich gewusst. Ich und Allgemeinwissen ist gleich No-Go. Aber gut, das kann ich nicht jedem. Wie heißen die Adern, die das Herz. Die, was die das Blut von den Herzen in den Körper transportieren? Keine Ahnung. Einfach raten. Weiter, Fanfragen. Achso, Fanfragen. Hey, ich krieg Score für die Fanfragen, das ist doof. So. Ich mag lieber Schoki. Ist Schoki irgendwas Besonderes zu essen oder meint er damit Schokolade? Generell Chips. Winter. Action. Ich hasse Horrorfilme. Schweine, Schafe. Oink, oink. Kleine Hunde. Hurra! Aber trotzdem, die Belohnung sollte nicht Score sein. Nein, das ist arg doof gewählt. Und Gott, bitte Leute, übertreibt doch nicht mit diesen Büchern. Ich will doch nicht eine Aufgabe machen und sofort wieder zwei Bücher durchlesen.
Challenge 3, zerfallene Schlucht, verschwundene Brücke. Wie ist mein Vater in dem Alter darüber gekommen? Oder hat er den Weg zerstört? Die Löcher in den Wänden zeigen Spuren von TNT. Was er sich da wohl gedacht hat. Inflation, Schluchtinflation. Ich wollte kein Ich-Jump über fliegende Blöcke Jump One machen. Folglich habe ich etwas gemacht, was etwas storylastiger ist. Durch TNT gebildete Höhlen, bei denen es sich lohnt, diese zu erkunden. Der zweite Grund war, ich wusste nicht, wie ich eins in diese Map einbauen sollte. Und da du dies hier locker hättest überspringen können, gibt's nun noch die paar Gimmicks, die darauf warten, entdeckt zu werden. Why or no? Start to jump. Okay. Gebratenes Schweinefleisch. Oh, lecker Schnitzel. Ab hier darf man an den Vines klettern. Feuer an den Vines darf ausgeschlagen werden. Was auch immer diese kleinen Spinnen hier sollen. Au. Oh nein, ich bin runtergefallen. Gibt's hier irgendwas Tolles? Hm, eine Kiste. Ah, guck mal, Klaus. Hi, Klaus. Hi. Wo kriegst du die? Huch, Ranken hört auf zu brennen. Würde ich das Feuer treffen, würde ich es auch ausschlagen. Egal. Versuchen wir einfach mal wieder hier hoch zu klettern. Uch, ja, das war gewollt, dass ich hier in die Lava reinspringe. Aber natürlich. Ups. Zombie ging in Flammen auf. Wie lang muss ich gehen? Ach, ich bin wieder hier. Fledermäuse. Ups. Luftdruck. Ups. Ups. Weiter. So, jetzt können wir schlafen. Und dann spawnen wir auch wieder hier. Nicht, dass wir nochmal hier verrecken. Was meint er mit Gimmicks? Das habe ich nicht verstanden. Generell hat es mich gerade arg aus der Map an sich herausgeworfen. Durch die Tatsache, dass ich einfach durch einen Knopf random teleportiert wurde und den dunklen Raum komplett übersprungen habe. So. So muss ich dahin springen und jetzt kann ich hier... Ist aber schön aufgebaut, der Raum. Huch. Nicht runterfallen. Klaus, save me. Hallo Kiste. Ah, hallo Diamanten. Wollen wir da rüber gucken? Können wir machen. Ist hier irgendwas Schönes? Oh, eine Kiste. Hallo, Kiste. Rüdiger, das Gold, Rüdiger. Na, guck mal, alle meine Freunde haben sich hier verlaufen. Aber da bin ich ja gar nicht der Ludwig, sondern bin ich ja Zombie. Wenn sich meine ganzen Items hier rumtreiben. Vielleicht hat Manni mein Gehirn ausgelöscht. Weil er mich in irgendeiner Weise hereinlegen wollte. Sich mich täuschen wollte, dass er mein Vater ist. Dabei ist er es nicht. Och nein, ich glaube, mir wird schwindelig. Nein, natürlich nicht. Winnie, er war ein Freund. Ende. Was? Ende? Ende, als du das Grab deines Vaters entdeckst, durchfährst dich ein Schreck. In dir wird schlagartig bewusst, dass du während der ganzen Teleportation auf deiner Reise nicht nur durch den Raum gereist bist. Die Zeit, die du auf deiner Reise zurückgelegt hast, hat dich 958 Jahre in die Zukunft versetzt. Die gesamten Diamanten, die dein Vater dir auf deiner Suche hinterlassen hat, sind nun nichts mehr wert. Ihr Dasein berechtigt sich nur noch als Andenken an den verstorbenen Bergarbeiter, welcher sein Leben gab, um den Ansprüchen seines Sohnes gerecht zu werden. Okay. Zum Start im Ende. Mu, Erbauer, Sekishin, Tester Sekishin, Telmata, Schneeflocke, 2000 und ein halb Modado. Halbe Modado? Modado? Hallo, Dado. Und das TNT. Und... Ende. Was war Maximalscore? Warum... Okay. Gut. Hey, Papi tot. Warum nicht? Ach, das sind also Command-Blöcke wahrscheinlich. Ah ja. Na, sieh mal einer, guck. Ich möchte kurz mal in Creative Mode. Interessante Map. Was hat mich gestört? Irgendwas hat mich gerade extrem gestört schon wieder bei der Map. Aber sie war schön. Sie war sehr schön. Also A, B mindestens, aber ich überlege gerade noch.
Den Wolltunnel hier kenne ich gar nicht. Dead End, genau. Dann wollte ich da runter. Hui. Dann war ich hier. Den Raum habe ich komplett übersehen. Erst drücken, wenn gelesen und geschlafen wurde. Hat der... Das Schild war uns nicht lesbar vorne. Selbstgespräch und Tagebuch. Lesen wir die beiden noch? Das ist das Stück, was mir gefehlt hat. Schon wieder eine Art Zwischenbasis. Ich frage mich, wie weit er in der kurzen Zeit gekommen ist. Tagebuch. Nur noch ein kleines Stück und ich habe den großen Schatz gefunden. Ich spüre, wie die Diamanten mich rufen. Sie verlangen nach mir. Okay. Ansonsten waren da noch 4 Diamanten drin. Das hätte ich 23 gehabt. Und dann hätte ich das gedrückt und dann wäre ich hier in dem dunklen Raum mit der Bogenaufgabe und blabbeli blub die Fasel. Okay. Die Story war arg komisch. Wobei ich mir eher vorstelle, dass sie halt mehr humorhaft gehalten sein sollte. Dafür sah die Map aber dann wieder herum recht ernst aus. Doch, verträgt sich schon. Ja. Ja. War recht kurz für die Tatsache, dass ich alles irgendwie so ein bisschen recht arg rumgetrödelt habe. Kann man sagen, aber doch ganz nett. Ich überlege gerade, was mich gerade hier so stört. Sie war schön, sie war verdammt schön, da kann man sich nicht beschweren. Sie hatte Klaus, Goldrüdiger und Sony, das gibt immer Bonuspunkte, dann tut's nicht. Aber es ist schön, dass sie da sind. Ich glaube, die Story stört mich einfach so stark. Hätte man das mit einer richtigen Story verpackt, wäre die Map eigentlich super schön gewesen. Das Ende kann... Nein, das war es glaube ich nicht mehr. Es war einfach die Tatsache, dass das Ende so plötzlich da war. Wieso hat mein Vater die Brücke gesprengt? Oh, er ist tot. Ende. Das war mir ein bisschen zu schnell, das Ende. Vielleicht hatten sie auch keine Lust mehr weiterzubauen. Man weiß es nicht. Na gut. Ich nehme gehe jetzt mal der Tatsache der Story an. Sich war die Map super schön aufgebaut. Die Aufgaben waren abwechslungsreich, ja. Gab ein paar Sachen zu finden, gab sich gut umzusehen. Fragen waren recht schwer. Finde ich. Vielleicht bin ich auch einfach nur doof. Kann natürlich auch sein. Ich verpasse dem Ganzen mal ein B+. Einfach meiner Meinung nach. Wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr diese Map unglaublich geil fandet, sodass ihr jeden Tag abends darauf männliche Dinge tut oder sonstiges, schreibt es in die Kommentare. Also, das sollt ihr nicht in die Kommentare schreiben, dass ihr das tut, sondern wie ihr die Map fandet oder ob ihr sie anders bewertet hättet. Das lieber, aber nur begründet, falls ihr eine andere Note geben würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Adventure You Minecraft. Bis dann, euer TNTA. Habe ich mich schon mal so genannt, ne? Pew. Und die Map war zu dunkel. Das war auch noch. Also an einigen Stellen haben wir Fackeln gefehlt, die ich selber setzen kann. Ich finde, Fackeln selber setzen ist nicht mal eine schlechte Idee für Maps. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich in so einer dunklen Höhle bin... Ja gut, mein Vater war vorher da. Dann hätte der eben die Fackeln gesetzt. Aber wenn ich selber mal so eine Ruine erkunde, so selber Fackeln setzen müssen oder so, das wäre geil. Man müsste halt in Minecraft auch erloschene Fackeln geben, die man dann einfach anzünden kann oder so. Das wäre natürlich dann nochmal viel geiler. Aber es ist nur Minecraft. Naja, gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.